Einen wundervollen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wildflowers mit Terra. Ach ja. Es ist Dienstag. Morgen. Morgen können wir zu Francis gehen und, ja. Diese Quest hier anfangen. Ich möchte. Ah, Mist. So. Aber erstmal unser täglich Brot hier. Fertig. Die sind auch schon wieder alle fertig. Gut. Schauen wir mal, was hier Sache ist. Boah, Wahnsinn. Seidenraupen sind fertig. Gut, dann brauchen wir nur noch schwarzes Leder. Okay, was sagt der Glasbestand jetzt? Wir machen das. Und wir machen das. Dann sollten wir jetzt genug haben, ne? 27. Waren sollten wir genug haben. Kohle sollten wir genug haben. Dann werden wir Parker gleich mal einen Besuch abstatten. Schmeißen neuen Käse an. Dann haben wir das alles. Kitty Cat! Hey, hey, hey! Oh, look at the head scratches. Machen wir Milch für dich? Ja, oh Gott, wir haben jede Menge Milch. Guck mal hier. Ja! Yeah. Oh, das ist ja voll süß. You liked that, didn't you, Kitty? Hm, das hast du gemacht, hm, Mietzi? Gut, wir sammeln erstmal hier den ganzen Kram wieder ein und dann geht's gleich. Ich überlege gerade, sollen wir was Neues anpflanzen? Wie lange brauchen die? 4 Tage? 5 Tage? Ja, komm, die Süßkartoffeln können wir gerade. Wenn wir dann bald ja switchen. Da rennt die ja immer drumherum. Das machen wir gleich. Die Oliven einsammeln. Maulbeeren und Maulbeeren und die Äpfelchen. Jetzt die Oliven. Okay, da drin ist nichts fertig. Dann gehen wir mal in die City. Nehme ich noch mit. Okay, mit... Oder bei wem haben wir denn jetzt noch was offen? Haben wir bei Natalia haben wir nichts mehr offen, ne? Ne. Okay. Ich überlege gerade, ob wir so einen Charmtrank nehmen einfach. Um das auch noch mal ein bisschen höher zu treiben. Zack. Blieb dazu machen bei den anderen noch. Okay. Das hält ja sowieso den ganzen Tag. Hey, Violet. One of my suppliers was so backed up that I forgot I'd even ordered Gerbera daisies until they got here. Die Gerbera wurden so verspätet geliefert, dass ich ganz vergessen habe, dass ich sie bestellt hatte. And since I didn't have plans for them, I made a bouquet and left it on Sophia and Juliet's doorstep. Ich habe einen Strauß daraus gebunden und Sophia und Juliette vor die Tür gelegt. Wir haben sie nicht vergessen. Das soll ihnen bewusst sein. Das ist süß. Beeren-Smoothie. Komm mal hinter die Theke, ne? Ich hoffe, du hast nichts dagegen.
Hazel showed me where to find the best berries. I guess she showed you too. This is perfect for a mid-afternoon slump. Hazel hat mir gezeigt, wo die besten Beeren wachsen. Dir wohl auch. Das ist perfekt für einen Durchhänger am Nachmittag. Cool. Und schon hänge ich hinter der Theke fest. Man kann in die Kabine reingehen? What? Ach, hör auf! Okay, das ist cool. Das ist echt cool. Hey, Shelby. So give us free. All the same, Cameron might be reconsidering his role in all of this. Gib es also frei. Cameron könnte seine Rolle in all dem dennoch überdenken. I hope you're right. Ach, ich hoffe, du hast recht. Oh, warte, nein. Was hast du im Angebot? Ja. Ja, komm. Ja. Gib her. Okay, haben wir bei den Kids jetzt noch Herzchen offen? Emma und Finn haben wir. Ja, Juliet wäre noch. Und Sebastian tatsächlich auch und Vanessa auch. Heißt. Die drei von links. It bums me out that there's no one else my age on the island. Ich find's doof, dass es sonst niemanden in meinem Alter auf der Insel gibt. Like, I don't fit in with the kids, but the adults treat me like one of them. Ich bin zu alt für die anderen Kinder, aber die Erwachsenen behandeln mich trotzdem so. Nein, nicht den Karottensaft, den O-Saft bitte. Heck yeah, I'll eat anything when I'm hungry. Nice. I don't mean to keep breaking curfew. I know I'm making Mom anxious. Ich will eigentlich gar nicht zu spät nach Hause kommen. Ich weiß ja, dass ich Mama Sorgen bereite. But I'm full of this, like, nervous energy. This feeling that something's about to happen. Aber ich bin einfach so total rastlos. Ich habe so ein Gefühl, dass irgendwas passieren wird. Oh, noch was für dich? Ja. Bananensmoothie. Yum. I probably shouldn't speak to you or any. I don't want to be implicated in any. Das hatten wir auch alles schon. Immer noch was anderes für dich? Ach, Quiche. Oh my. Quiche is so rich, but if you insist, who am I to say no? I do love it. Ach, meine Güte. Quiche ist so mächtig, aber wenn du darauf bestehst, sage ich nicht nein. Ich liebe Quiche. Nice. Hey Parker, ich weiß, du willst nicht mit mir reden. Ist okay, aber können wir vielleicht mein Treibhaus vergrößern? I'll get right to work on your greenhouse. More space, coming right up. Ich werde mich gleich an die Arbeit für dein Treibhaus machen. Mehr Platz kommt sofort. Should only take a day or so. Das sollte nur etwa einen Tag dauern. Ja. I apologize. I can't handle. Okay, er redet nicht mehr mit uns. Er redet nicht mehr mit uns. Wollte ich eigentlich gar nicht hin. Guten Tag. I knew Giva would be exonerated in the end. I just knew it. Ich wusste, dass Giva am Ende entlastet werden würde. Ich wusste es einfach. I'll have to reach out to Parker and see how he's doing. He must be feeling very confused right now. Ich muss mit Parker reden und nachsehen, wie es ihm geht. Er muss gerade sehr verwirrt sein. Oh, Kürbisbrot. I attribute my love of all things autumn to the fact that I grew up in a place that basically didn't have seasons. Ich liebe alles, was etwas mit dem Herbst zu tun hat. Einfach deshalb, weil ich in einer Stadt aufwuchs, in der es praktisch keine Jahreszeiten gibt. Pumpkin bread is so yum. Kürbisbrot ist so lecker. Gut. Ja, Mira müssen wir auch noch und Bruno auch.
this is going to be fine. Just don't have an accident that requires an MRI or blood work for the next few weeks, okay? Ach, das wird schon gut gehen. Hab in den nächsten Wochen einfach keinen Unfall, der ein MRT oder ein Blutbild erfordert, okay? Try my best not to do that. Ich werde mein Bestes geben. Jetzt ja mal versuchen. Nusseintopf. Marvelous. Let me know if you have more. Wunderbar. Sag mir Bescheid, wenn du noch mehr hast. Juliet's been saying she doesn't want to go to school anymore. But you can't just drop out at 12. Juliet hat mir gesagt, dass sie die Schule an den Nagel hängen will, aber mit 12 kann man nicht einfach aussteigen. When I threatened to drop out of high school, I at least had the decency to wait until I was 16. Als ich damit drohte, die Schule zu verlassen, war ich wenigstens so anständig, damit bis zu meinem 16. Lebensjahr zu warten. Come to think of it, I guess I should just be grateful that she isn't attempting an ill-advised piercing or tattoo. Wo ich so darüber nachdenke, sollte ich einfach dankbar sein, dass sie sich kein unüberlegtes Piercing oder Tattoo machen lässt. You have a tattoo? Where? Du bist tätowiert? Wo denn? Yeah, I'm not telling. Sag ich dir nicht. Oh, komm schon. Komm schon. Erzähl's mir. Ach ja. Ne, für dich hatten wir, glaube ich, nichts mehr, ne? Ne. Hey Bruno. The nice thing about fishing while it's snowing is that I'm the only one out there. Das Schöne am Angeln, wenn es schneit, ist, dass ich ganz alleine da draußen bin. No one else is willing to brave the cold. Außer mir ist niemand gewillt, der Kälte zu trotzen. Ah, Schnitzel. Sure you want a simple fella like me to have this? Willst du das einem einfachen Kerl wie mir wirklich schenken? Klar doch. Hey Guy. You gotta hit the Point Break off South Beach. Du musst dir mal die Wellen am Südstrand geben. The rocks make it a little gnarly on low tide, but at high tide it's epic. Die Felsen sind bei Ebbe ein bisschen brenzlig, aber bei Flut ist es episch. The Pokeball. Hey, I didn't know you could make poke. And it's the real deal, not the smelly stuff from the tourist traps on the beaches. Hey, ich wusste gar nicht, dass du Poke machen kannst. Und es schmeckt sogar authentisch. Nicht wie das stinkende Zeug von den Touristenfallen am Strand. Ja, Mann. Danke. So, lasst mich überlegen, was tun wir jetzt? Aber mit Kim müssen wir auch noch quatschen. Jo. Oh, hi. Violet must have put a little magic into this outfit, sweetheart. You look enchanting. Wie selbst gemacht. Violet hat wohl etwas Magie in dieses Outfit eingewebt, Schatz. Du siehst zauberhaft aus. Ich schön. Ich schön. Hey, Kim. Honestly, when the ferry comes back online, I might take a vacation. Wenn die Fähre wieder in Betrieb ist, mache ich vielleicht Urlaub. A long one. I need to see my family. Or like just any people who don't live on this island. Und zwar lang. Ich muss meine Familie sehen oder irgendwelche Leute, die nicht auf dieser Insel leben. Hey, ich glaube, die Miso-Suppe haben wir jetzt aufgebraucht, ne? Haben wir noch was anderes für dich? Ah, wir haben noch Ramen. Nice. Hey, this is just like my dad makes. Das ist der gleiche Text, ja. Ach ja, gut. So, wir müssen noch in die Dämmerung, ne? Blümchen gießen. Hatten wir noch was anderes? Ne, was anderes hatten wir nicht mehr. Tafel oder so. Jetzt was Neues.
Oh. Dunkel das auf einmal wird. Und er sitzt hier. Bei jedem Wetter. Und wartet. Angeln gehen wir heute nicht. Wir haben ja eh noch ein paar Fische. I know I would get a huge magic boost if I tossed a pearl into the wellspring, but do you know how long I spend beachcombing for these things? Ich weiß, ich würde einen kräftigen Extraschuss Magie kriegen, wenn ich eine Perle in die Quelle werfe. Aber weißt du, wie lange ich am Strand dann nach den Dingern suchen muss? Ja, weiß ich. Du verkaufst die. Nur so zur Info. Vielleicht einfacher. Ist ja wieder ein Wetter hier. Evitiere, oh ey, Angus. Na? My whole life I felt like the victim of a witch. Mein Leben lang habe ich mich als Opfer einer Hexe gefühlt. Well, I'm not gonna be a victim anymore. Sorry, not sorry. Aber jetzt bin ich kein Opfer mehr. So sieht's aus. Okay. Gehen wir jetzt am Strand entlang nach Hause. Und dann darf Terra, glaube ich, auch gleich wieder schlafen gehen. Gucken wir nochmal nach Tränken und so, was fertig ist, schmeißen neuen Kram an und dann darf sie schlafen gehen. Hallo Marty. Cameron really seemed upset at Giver's Ach, trial. Mist, ich wollte zu Giver. Mist. Guess he didn't expect his malcontent nonsense to ensnare one of his friends. Cameron wirkte bei Givers Prozess wirklich verstört. Hat wohl nicht erwartet, dass dieser Querulantenquatsch auch eine Freundin von ihm erwischt. Maybe now he'll stop. Vielleicht hört er ja jetzt damit auf. Ja, wir können noch gucken, ob sie oben vielleicht rumrennt. Wir kommen ja nicht ins Haus, wo sie wohnt. Was ich echt ein bisschen schade finde, dass man bei den Leuten nicht in die Wohnung kommt, wenn man mit denen befreundet ist. Aber auch völlig okay. Ich bin immer so neugierig. Ich nehme mich dann immer gerne bei den Leuten um. Gott, was ist denn hier alles? Okay, wir gehen erstmal zu Giver hoch und dann sammeln wir hier den Kram. Aha, Giver! Schön, dich zu sehen. Ich habe dich gesucht. Ich habe meiner Cousine in Bangalore einen Brief geschrieben. Dear Shravya, a man accused me of witchcraft because I was trying to conduct routine experiments, but then he changed his mind. Liebe Shravya, ein Mann hat mich der Hexerei bezichtigt, weil ich Routine-Experimente durchführen wollte, aber dann hat er seine Meinung geändert. So, the mayor has been consulting with a shadowy woman in the woods. Außerdem hat der Bürgermeister mit einer geheimnisvollen Frau in den Wäldern verkehrt. Bei meinem Glück fällt auch noch die Fähre aus, also sitze ich bei diesem Schauspiel für unbestimmte Zeit in der ersten Reihe. Wenn ich es mir so überlege, schicke ich diesen Brief besser doch nicht ab. Hier, trink einen Chai. Der beruhigt ein bisschen die Nerven. Ja, genau. Ess deine Scones dazu und dann ist alles wieder gut. Okay. Ah, Petersilie. Eine Pistazie. Schauen wir mal, was wir noch ausgraben können. Geld. Schade, kein Rezept.
Ja. Wieder fertig. Cool. So. Dann können wir dieses coole schwarze Kleid jetzt machen, ne? Nein! Wir brauchen noch schwarze Seide. Schade. Ach, ich habe schon Seidenfaden gemacht, ich Dummnuss, ne? Das ist auch nicht schlimm. Dann machen wir das halt morgen früh. Okay, das ist noch eine Bearbeitung. Dann schauen wir nochmal schnell in den Keller. Zack. So, Körperlösung. Okay, dann schicken wir Terra mal schnell schlafen. Time for bed. Jo. Ja, und es ist Mittwoch und wir werden gleich als allererstes zu Francis gehen. Wir sind aber auch schnell fertig, ne? Brauchen bald neues Olivenöl. Was kann man denn hier noch für Blümchen benutzen? Wollkraut? Guck mal, davon haben wir 31. Die können wir auch mal verballern. So, Silber ist fertig. Jetzt aber. Uns an. Was hatten wir denn noch hergestellt? Ich meine, wir können uns mal eben alles angucken. Das war ja unser Startkleid, ne? Das haben wir dann später gemacht. Das hatten wir noch nicht. Oh, das ist aber auch sehr cool gemacht. Auch süß. Das ist das absolute Sommeroutfit, ne? Sind schon echt coole Sachen dabei. Warte, machen wir gleich. Ach, das ist das. Ah, okay, das ist das gleiche in Grün. Nur das Lilane hat noch so ein paar Pünktchen drauf. Das ist hübsch. Ein kleiner Marshmallow. Ja, stimmt, das hatten wir uns auch schon angeguckt. Schick, Terra. Doch das passende Winterkleid. Bestimmt nicht kalt. Okay, next one. Grüner Stoff, gelbe Seidenfäden. Grüner Stoff. Wir haben keine grüne Farbe mehr. Gelbe Seidenfäden gehen noch. Okay, also sollten wir bald wieder Farbe herstellen. Ist hier irgendwas fertig? No. Miezekätzchen. Oh, what a good bird. So, drei Grillen. So, wo ist unser Propellobot? Hier, ich würde mal gerade eben gucken, was er so im Inventar hat. Ah, zwei Wolle. Nehmen wir mal mit, ne? Warte mal, habe ich dir eigentlich Futter noch nicht gegeben? Ja, sollte erstmal wieder reichen. Unsere zwei Tierchen, die wir haben. Hey, Parker. Hey. Großes Gewächshaus. Ich freue mich. Gut. Hey, Francis. Ich hätte da so ein Anliegen. When I was apprenticed to a jeweler in the city, winter was always our busiest season. Als ich bei einem Juwelier in der Stadt in der Lehre war, hatten wir im Winter immer am meisten zu tun. So many people came in for engagement rings. Not here. Fairhaveners get their rings made out of iron.
Verlobungsringe waren sehr gefragt. Hier jedoch nicht. Die Leute in Verheven lassen ihre Ringe aus Eisen fertigen. But you know that already. Aber das weißt du ja schon. Und was das betrifft... Auch das. Eine Gussform für die Herstellung des traditionellen Ehrings von Verheven. Das sieht aber cool aus. Taus. So, was kannst du haben? Silberkett. Silberbarren? Ja! Ach, jetzt können wir uns Smaragde kaufen. Das letzte sind Diamanten. Das ist cool. Wenn wir nicht mehr danach suchen müssen. Können wir einfach ein paar Perlen verkaufen? Ja, so viel bringt das jetzt auch nicht mehr, ne? Hm. Genug Kohle. Hau mal rein. Das ist sehr viel. So kurz davor. Ach, komm schon. Danke, geht doch. Was denn? 300. Holy moly. Ja, cool, aber dann haben wir den Shop jetzt auch freigeschaltet. Yay! So, und was jetzt? So, was sagt die Quest? Bringe das zu Natalia. Nichts lieber als das. Natalia! Hola! Du? Hi, Natalia. Can you make a wedding ring using this mold? Hey, Natalia, kannst du mir mit dieser Form einen Ehering schmieden? I sure can, but bring me some raw materials first. Na klar doch, aber bring mir zuerst ein paar Rohmaterialien. Hier. Bitteschön. Hast du das Rohmaterial dabei, das ich für den Ehering brauche? Yes, I have. Na klar. Okay, I'll work on this all night. Come back tomorrow. Okay, ich arbeite die Nacht durch. Komm morgen wieder. Oh, I just love snow. I only got to go back home once, but it was winter then. Ach, ich lieb den Schnee einfach. Ich war nur einmal in der alten Heimat, dafür aber im Winter. My pa's old village looked just like a fairy tale. Das alte Dorf von meinem Paar sah aus wie ein Märchen. Nein! Ich wusste es. Ich arbeite die ganze Nacht durch, damit der morgen fertig ist. Donnerstag geschlossen. No, ja, noch warten. Mann! Meine Güte. Why are so many people outside? Don't they see the snow? Warum sind da so viele Leute draußen? Sehen die den Schnee nicht? Is it made of acid or something? Wieso? Ist das aus Säure oder so? No, it's just cold and wet and it sticks to you. Nein, nur kalt und nass und er bleibt an einem kleben. Das ist Überleben. Achso, was ich nach eben gucken wollte. Wir haben ja einen Schmuck gemacht. Deswegen habe ich den jetzt gerade nicht verkauft. Ich würde mir den halt gerne angucken. Ich glaube, das passt besser. Ja, wieso nicht? Schick. Ach, wir könnten Violet ein paar Klamotten verkaufen wieder, ne? Klamotten verkaufen. Was haben wir denn?
kannst du haben. Okay. Also man schaltet jedes Mal 3 Designs. 3 Clementinenlikör. Immergrün Mitteldesign. Jacke und Kleid. Trüffeltraum. Okay. Das kannst du auch haben. Tageskleid Polka Primel. Jacke und Kleid Sonnenblumendenim. Und Latzhose Stracciatella. Und das auch. Okay. T-Shirt und Jeans Elfenbein, pinker Mohn, Tageskleid Liebesapfel. Wieder eine Latzhose, T-Shirt und Jeans. Latzhose. Ja, cool. Wollen wir den Kram auch wegkaufen? Wir brauchen eh gefühlt Jahre, bis wir das alles haben. Also ich finde es echt krass, wie viele Outfits es gibt. T-Shirt und Jeans. Pumpkin Spice Design. Nice. Und Rock schwarzer Ingwer. Cool. Ja, komm doch. Dann kaufen wir die auch noch. So. Dann haben wir auf jeden Fall wieder ein paar neue Outfits, die wir alle niemals fertig kriegen werden. Holy moly. Holy moly. Ah. So. Sand. Giver. Dann lass uns doch mal Giver besuchen. Ansatzen. Natürlich. Hätte ich auch nicht vorher gucken können. Das geht natürlich nicht. Mann, Giver! Wo bist du denn? Irgendwo in der Stadt unterwegs, oder? Naja, dann können wir hier direkt gucken, ob hier noch irgendwas da ist. Jupp, hier. Für den Baum. Tannenzapfen da drüben. Ja, und hier kann man graben. Ja! Rindfleisch mit Shiitake. Hm, okay. Rezept. Gehen wir am Strand lang, gucken, ob wir Giver in der Stadt noch treffen, ihn gleich noch in der Dämmerung eben die Blumen gießen, sammeln diesen und diesen Pilz ein. Shelby. Mr. Shelby. Hey, Wesley. Hazel always wore Robert's ring on a chain around her neck after he passed.
Hazel trug Roberts Ring nach seinem Tod immer an einer Kette um ihren Hals. Oh, I never knew it was Grandpa's. Oh, ich wusste gar nicht, dass das Opas war. Theirs was a real love story. And Hazel was a true romantic, even if she didn't seem like the sentimental type. Die beiden waren wirklich verliebt und Hazel war eine richtige Romantikerin, auch wenn sie gar nicht sentimental wirkte. Ja, bitte. Wir wünschen, Herr Bote. Hi Cameron. What are you reading? Hey Cameron, was liest du da? Oh, the Book of the Mind, of course. I just love to sit in this spot. Ach, natürlich das Buch des Geistes. Ich liebe es hier zu sitzen. Im Schnee, bei Minustemperaturen. It's so quaint. Mit der kaputten Fähre. The real movie sets from my childhood. Es ist so bizarr. Hier sieht es mehr nach einem Filmset aus, als auf den echten Filmsets meiner Kindheit. Not that I miss Los Angeles. I mean, it's beautiful, but the people here in Fairhaven, they feel more real. Nicht, dass ich LA vermissen würde. Dort ist es schön, aber die Leute hier in Fairhaven wirken echter. Du wirkst auf mich echt. Ich weiß nicht, was echt bedeutet. Es ist schwer, die Leute hier kennenzulernen. Hey, you may be from Hollywood, but you feel pretty real to me. Geil, dass beim Kopfnicken die Augen sich nicht mitbewegen. Das sieht ja auch witzig aus. Okay, hey, du magst vielleicht aus Hollywood sein, aber für mich fühlst du dich ziemlich echt an. Well, thank you. That's very flattering. I try to make authentic connections with people. Ach, danke schön. Das schmeichelt mir sehr. Ich probiere wahrhaftig Beziehungen mit anderen. I didn't mean to imply judgment of people in LA or here or anywhere. Ich wollte nicht über die Bürger von LA oder Fairhaven urteilen oder sonst wo. People have to walk their own path, wherever they are. Die Leute müssen ihren eigenen Weg gehen, egal wo sie sind. All I meant was that out there, I felt like I was all on my own in my search for life's true purpose. Ich wollte nur sagen, dass ich mich dort so gefühlt habe, als würde ich den wahren Sinn des Lebens ganz allein suchen. It's better to have company on one's journey, don't you think? Es ist besser, wenn man auf seiner Reise Gesellschaft hat, meinst du nicht? Und schon sitze ich hier alleine. Weggespawnt. Herrlich. Sie sieht immer noch so traurig aus. I just want to go sit in the woods by myself and play guitar, but now I can't. Ich will mich einfach in den Wald setzen und Gitarre spielen, aber das geht jetzt nicht. Why, weather? Why do you do this to me? Warum nur, Wetter? Warum tust du mir das an? Nimm das. Yum. Ein kleines bisschen Aufmunterung. I'm not even hungry, but mal schnell Blümchen gießen. Aber wir wissen immer noch nicht, wo Giver ist, ne? Wo auch immer die sich rumtreibt, wenn die nicht arbeitet. Bei ihr weiß es tatsächlich nicht. Ich habe sie ja durch Zufall immer nur mal getroffen, wenn sie dann durch die Stadt gelaufen ist. Pils? Ich will nur diesen Pils da bitte. Thank you.
stark. Wo kam Damon denn jetzt her? I don't know. Egal, dann müssen wir das morgen geben. Hey. Neues Leder machen. Ja. Käse ist auch schon wieder fertig. Jetzt haben wir natürlich wieder jede Menge andere Sachen hier drin. Oh Gott. Eigentlich können wir random irgendwelche Sachen herstellen. Dafür brauchen wir nur blauen Stoff. Ist doch cool. Ich glaube, wir brauchen eh alles irgendwie. Eigentlich noch. Und dann müssen wir wieder auf Baumwolle warten. Dann lass uns auf jeden Fall noch ein bisschen gemischt Farbe herstellen. Du bist fertig mit deiner Arbeit? Du kriegst den hier. Brauchen wir blau. Was haben wir noch? Davon haben wir tatsächlich das meiste. Viele wollte ich nicht. So. Okay. Ja, jetzt haben wir erstmal wieder ein bisschen was, ne? Gut. Ein bisschen Farbe hergestellt. Ja, ich glaube, wir schicken Terra dann auch mal schlafen. Und dann würde ich die Folge für heute beenden. Dann haben wir ja morgen noch wieder ein bisschen was. Dann schauen wir morgen, ob wir Giver finden. Dann können wir die Quest abschließen. Da müssen wir bis Donnerstag warten, bis Natalia wieder offen hat. Dann holen wir den Ring ab. Spannend. Ja, ich würde tatsächlich noch abwarten, bis hier die Sachen dann alle fertig sind, die wir jetzt noch angepflanzt haben. Das wird ja noch, keine Ahnung, das dauert noch 3 Tage. Das dauert noch 2 Tage. Und ja. Dann würde ich tatsächlich so langsam in den Frühling wechseln. Und dann gucken wir mal, was passiert nach dem ersten Jahr. Bleibt spannend, würde ich sagen. Okay, ihr Lieben, war schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Habt einen wundervollen Abend. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen wieder. Bis dann.